Es wird ablenken, den Dämonen ablenken, drücken, um fortzufahren. Nicht da draußen mit all diesen Morden. Zumindest sind wir hier sicher. Ich denke nicht, dass wir vermisst haben in der Nähe. Einen Dämon vernichten. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte R, um versuchen, ihn zu vernichten. S. Endlich machen wir was geschafft. So, und jetzt hinterher. Betreten. Verdammt, was jetzt? Gute Frage. Ich würde, glaube ich, mal zum Revier gehen. Oder? Kein Plan. Vielleicht mal dieses Notizbuch suchen. Also, wo ist sie hin? Das? Oh, ich bin so schlau. Ja, im Revier. Die Zeugin ist auf dem Weg zum Revier, um das Buch ihrer Mutter zu finden. Hatten wir das schon? Okay, ja, das ist jetzt egal. Klar. Sie ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Na gut, erzähl's mir nicht. Dann gehen wir mal zum Revier, würde ich sagen. Police Station. SPD. Diese ganze Stadt ist übel unheimlich. Da würde ich nicht gern leben. Ziel erfüllt, Folge der Zeugin. Okay. Salem Polizeirevier. Wir kommen. So leicht kann man da durchgehen. Uns hat nichts gebracht. Okay, okay. Wo müssen wir rum? Jetzt ist halt die Frage, wie wir da hinkommen. Wahrscheinlich dann hier durch. Oh, wo kommen wir denn jetzt hier zum Polizeirevier, ist halt die Frage. Weil irgendwie ist da ja alles ein bisschen zu. Oh, guck mal, hier haben wir ja noch so ein paar Dinger. Plakate der Piratengeschichte. Dieser Ort überblickt die favorisierte Anlegestelle vieler Freibeuter, die mit dem stillen Einverständnis der Kontinentalarmee während des Unabhängigkeitskrieges
operierten. Salem war der Haupthafen für schwer bewaffnete schnelle Schiffe. Die königliche Flotte bei ihrem Versuch, Druck auf den benachbarten Hafen Bostons auszuüben, angriffen. Okay. Interessant, interessant. Aber hier hinten war ja auch noch so ein Ding. Guck mal hier. Mein Leben überdenken. Niemand hat mich so zum Lächeln gebracht wie du. Es ist schwer, das Glück, das Julia in meinem Leben gebracht hat, in Worte zu fassen. Okay. Okay. Tag am Strand. Das Foto, das wir am Strand gemacht haben, ist erstaunlich gut geworden, obwohl es fast dunkel war. Das Foto von Ronan bei Sonnenuntergang ist brillant. Man kann nicht viel von Ronan erkennen, aber meine Güte, was für eine Silhouette der Mann hat. Er lässt alles in seiner Nähe gut aussehen. Salem könnte das Foto benutzen, um sich als Badeort zu verkaufen. Ist ja schön, wenn man so viele Komplimente hört. Okay, aber das bringt uns ja auch alles nicht weiter. Wir müssen nämlich jetzt zum Polizeirevier kommen. Und hier ist alles verseucht mit Geisterkacke, sodass wir nicht durchkommen. Jetzt ist man schon ein Geist und kann überall durchgehen und dann kann man dann irgendwie doch nicht überall durchgehen. Geil, oder? Ich wünschte, Geister wären real und man könnte einfach mit ihnen reden. Och, ich glaube, das ist nicht so geil für dich. So, wie kommen wir jetzt denn weiter? Ah, stimmt, hier außen rum ging's, ja. Von da sind wir auch gekommen. Ich habe ihn nämlich schon gefragt, von wo wir gekommen sind, und anscheinend sind wir von hier gekommen. Oh, guck mal. Sieh sein, Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop? Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Ja. Cops fragen sich, ob Baxter Ronan genug gehasst hat, um ihn umzubringen, aber ich glaub's nicht. Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass der uns da umbringen würde. Von Baxter schikaniert. Harter Arbeitstag für meinen Mann. Es dauerte eine Weile, bis er darüber reden konnte, aber dieser Baxter scheint extrem feindlich gegenüber Ronan zu sein und es gibt nichts, was er dagegen tun kann. Es ist ein Mysterium, warum dort so viel Feindseligkeit herrscht. Ronan hat nie etwas getan, um ihn zu verärgern. Aber Baxter beschloss zu wissen, was für ein Mensch Ronan ist, und nichts überzeugt ihn vom Gegenteil. Manche Leute lernen es nie. Ja, ja. Solche Leute gibt's aber auch halt. Mein Leben überdenken. Der Tag, an dem alles für mich starb. Daran zu denken ist surreal. Ich mache jedes Mal augenblicklich eine außerkörperliche Erfahrung durch. Sehe mich selbst in diesem Moment. Nachdem sie versuchte, einen Streit zwischen zwei Männern auf der Straße zu schlichten, zwei ihr völlig Fremde, von denen sie einer grundlos erstechen würde. Sie starb, weil sie helfen wollte, und das Arschloch ist davongekommen. Wenn ich nur eine Minute früher angekommen wäre, wäre mein Leben anders, besser, und sie würde nicht fort sein. Ja, aber man soll sich da nicht selber Vorwürfe machen. Ich meine, das bringt's ja auch nicht. Und das ist passiert. Hältst du immer lieber uns überlegen, dass wir möglichst schnell über die Brücke kommen. Und dann sind wir ja eh wieder mit dir zusammen. Und hier kratzt gerade ein bisschen geleckt. Besitz ergreifen. Sollen wir mal ein bisschen hier Gedanken lesen? Nee, kein Bock. Gehen wir lieber zum Polizeirevier. Hallo, was geht ab? Salem Polizeirevier. Noch 20 Meter. Wer ist das hier? Schön, dass sie so mitten in der Nacht so auf der Bank rumgammeln. Ja, mach ich auch immer. Oder ist nur in der Geisterwelt immer Nacht?
Salem fühlt sich gefährlich an. Ja, das finde ich auch. Wo war das? Salem fühlt sich gefährlich an. Hey, wo war das jetzt? Hier. Salem fühlt sich gefährlich an. Salem soll ein ruhiges Fleckchen sein. Die Art Ort, an der du den Problemen der großen Stadt entkommst. Beziehungsweise auch der Großstadt, weil ich mal wieder verlesen habe. Aber allmählich fühle ich mich nicht mehr sicher, wenn ich im Dunkeln draußen bin. Ich sprach mit Ronan darüber und er versicherte mir, er sei der gefährlichste Typ in der Stadt. Aber seine draufgängerische Art hilft nicht viel. Etwas an diesem Ort ist krank. Nämlich ich! Spaß, Leute. So, hatten wir das schon? Ja, das hatten wir schon. Was haben wir denn hier noch? Da können wir noch was enthüllen. Ah ja, können wir noch was einsammeln. Guck mal, hier haben wir auch noch was. Schön, dass wir so erfolgreich die ganzen Sachen hier einsammeln. Bei Salem gibt es schon viele Geister, muss man mal sagen. Was haben wir hier? Oh. Hey, 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 beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Brad. Gut, okay. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden drei, aus drei wurden... wer weiß wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott, ich hab sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was hab ich getan? Ja, ist doch immer wieder nett, Menschen zu helfen. Aha, schottischer Whisky. Eine zerbrochene Flasche von Brads Lieblingswhisky. Kein gutes Zeichen. Nee, sieht aus, als wäre er besoffen gewesen. Es ist nicht viel, aber vielleicht bietet dieser furchtbare Autounfall Hinweise auf das, was in dieser Nacht geschah. Okay. Was haben wir hier? Ein Nummernschild. Brad. Das ist sicher Brads Auto. Ja, da steht auch Brad drauf. Das Wunschkennzeichen des Autos, kein Zweifel, das war Brads Auto. Gut erkannt, gut erkannt. Oh, guck mal, hier haben wir noch was. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Ja. Eine SOC-Quittung aus der Unfallnacht. Ist weit hergeholt, aber ich sollte mir die Gegend ansehen. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Okay. Und wo genau ist die Tankstelle? Wenn ich fragen darf. Was haben wir hier noch? Plakate der Rüstkammer. An dieser Stelle stand eine Befestigung, deren Rüstkammer die britischen Soldaten am 26. Februar 1775 zu erobern begehrten. Die tapferen Bürger dieser Stadt hielten die britische Armee durch den strategischen Einsatz von Zugbrücken in Schach und verhinderten so die Besitznahme von Waffen entscheidender Bedeutung in den Krieg, der nur Monate später beginnen sollte. Ist auch interessant, hier mal ein bisschen was über die Stadt zu erfahren. Gut, dann sagen, gehen wir mal zur Tanke. Ja, da ist ja auch die Tanke. Guck mal, das ist sogar ein Polizeiwagen. Was haben wir hier?
Gibt es Zeugen, der den Fahrer gesehen hat? Da haben wir jemanden. Tankende Frau. Du verträgst ja nicht gerade viel. What the fuck? Oh nein, Spiel fortsetzen. Information. Laura war gerade dabei, den Tank aufzufüllen, als sie das laute Geräusch hörte und es abbrach. Okay, das war dann wahrscheinlich der Aufprall. Was erwähnt haben wir hier? Der kotzt. Sich übergebender Mann. Rick war vielleicht sturzbetrunken, aber irgendetwas hat ihn trotzdem erschreckt. Ja, wahrscheinlich. Hä? Ich glaube, es war doch der Autounfall, oder? Also würde ich jetzt mal so denken. Brad. Lauf! Was? Ich will ein Taxi. Was? Oh. Tankstelle. Ach, dann. Ja, die SOC. Okay. Toll. Hä, dann war dieser Aufprall gar nicht. Dann war dieser laute Knall gar nicht, der Autounfall, wenn der da ja gerade telefoniert und so. Scheint, als versuchte Brad ein Taxi zu rufen, aber etwas hat ihn verjagt, bevor es ankam. Ja. Wir müssen nur herausfinden, was das war. Haben wir sonst noch irgendwelche Hinweise? Von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Schauen wir uns gleich mal an. Sie alle haben einen lauten Knall gehört, der sie erschreckte. Wenn ich nur wüsste, was sie gehört haben. Das versuchen wir jetzt herauszufinden. Und jetzt laufen wir erstmal wieder zurück. Was haben wir hier? Baxters offizielle Stellungnahme. Unglücklicherweise haben wir keine Verhaftungen vorgenommen. Wir haben keine Verdächtigen. Deshalb halten wir die Bevölkerung Salems sehr dazu, an die Polizei mit jeglichen möglichen Hinweisen zu kontaktieren. Dafür brauchen wir die Kooperation der gesamten Gemeinde. Okay. Okay. Irgendwo Dämonen? Nee. Dann gehen wir jetzt mal wieder danach da hinten. Und gehen noch. Ja, gehen nochmal hier zu dem Typ. Hallo. Wer ist gefahren? Wir haben irgend noch einen Hinweis übersehen. Nur was, ist die Frage. Haben wir gerade irgendwie ein Ziel? Begib dich zum Polizeirevier. Aber nee, wir wollten ja hier Nebenfälle machen. Ich meine, Nebenfälle sind ja auch sehr wichtig. Okay, hier, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich zurücklaufen. Ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr zu erkunden. Ich meine, ich glaube, wir haben jetzt auch alle Hinweise gefunden, weil da steht nichts mehr von Hinweise 3 von 5 oder 4 von 5 oder irgendwas. Hallo, ich möchte jetzt mal mit dir reden. Sollen wir uns mal anschauen?
Nee, das war das nicht. Ein nasses Grab. Kein Plan, was war das jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir hier mit dem... Können wir hier mit dem Typ reden? Nee, oder? Nee, irgendwie können wir ja nicht mit dem labern. Das heißt, wir müssen noch irgendwas machen. Vielleicht sollen wir auch erst zum Polizeirevier gehen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Wisst ihr, Leute, ich weiß das einfach nicht. Auf jeden Fall ist die SOC-Tankstelle ziemlich hässlich. Beeinflussen wir lieber nochmal die Leute. Ah. Ich wünschte, ich hätte die Tür nicht so zugeschlagen. Das bescheuerte Fenster wird von meinem Gehalt abgezogen. Ich war nur so sauer auf diese besoffenen Arschlöcher. Was glauben die, wer ihre Kotze aufwischen muss? Penner wie die vermiesen das Geschäft. Ich hätte die Frau nie wegfahren lassen sollen. Ich hätte die Polizei rufen müssen. Ah, die Polizei also, ist... die Frau... gar nicht gefahren, es war Laura. Das macht die Sache zwar nicht ungeschehen, aber... er wird froh sein, nicht selbst am Steuer gesessen zu haben. Fahrerin, der Kassierer erinnert sich an die Autofahrerin. Das kann nur eines bedeuten. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zurück zum Brett und sagen das ihm mal. Ich weiß aber nicht, ob er sich dann so freuen wird. Ich meine, es ist jetzt nicht seine Schuld, aber... halt die von der Laura. Sagt dir SOC irgendwas? Warte. Ich habe angehalten, um zu tanken. Ihr habt mehr als nur getankt. Der Kassierer war nicht gerade begeistert davon, den Mist von deinem Kumpel Rick wegzuwischen. Du hast sogar versucht, ein Taxi zu rufen. Oh Gott. Davon weiß ich gar nichts mehr. Als der Kassierer rausgestürmt kam, seid ihr abgehauen. Mit Laura hinterm Lenkrad. Also, bin ich nicht gefahren? Oh, die ganze Nacht war ein Desaster. Es fällt mir schwer, meine Rolle in der Sache zu akzeptieren, aber wenigstens war es nicht allein meine Schuld. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Bitte, kein Problem. Und er geht wieder ans Licht. Schön. Wenigstens konnten wir einem helfen. Ja, und dann gehen wir jetzt mal in das Salem Polizeirevier. Salem Polizeirevier betreten.